und willkommen zu Simmel Schellig DIY. Heute zeigen wir euch, wie wir für dieses Puppenhaus Puppenmöbel machen können. Wir fangen an mit diesen Sessel und Sofas. Ganz einfach gemacht, ist es hingetackelt. Und hier unten seht ihr ganz genau die einzelnen Teile. Und wenn ihr in der Beschreibung unten anklickt, dann könnt ihr ganz genau sehen, was man braucht für diese ganzen Projekte. Ich alles beschreibe. Okay, jetzt nehmen wir Tacken und wir tacken diese Holz in Position. Aber man kann dazu ein bisschen Holz reinnehmen. Aber wenn man diese Tacke nicht nehmen will, kann man auch so eins nehmen. Das ist egal. Nur was man beachten muss, wenn man das nimmt, muss man vielleicht mal mit der Hammer einfach ein bisschen hinterher aufklopfen. Das Sofa und das Sessel sind fertig. Was fehlt, sind die Beine. Aber wir haben mehrere Sachen, die Beine braucht. Wir wollen alle Beine miteinander reinbauen. Das zeigen wir euch später in dem Film. Jetzt zeige ich euch, wie man jetzt das Bett macht. Hier habe ich ein dickeres Stück Sperrholz. Hier nehme ich den Kopf vom Bett. Das wird genauso mit Leim und mit der Tacke hier drauf gemacht. Und an die andere Ende des Fuß vom Bett auch genauso. Und so haben wir ein einfaches Bett. Bin ich so weit, dass ich die Beine an meine Möbel bohren will. Ich habe hier meine Sessel, das ihr vorher gesehen habt, und Sofa. Und das gibt den Tisch. Wir müssen jetzt hier ein Stück Holz nehmen und unser Stuhl drauf tun. Dann brauchen wir eine Schablone. Und hier ist die Schablone, das wir gemacht haben, ein ganz einfacher aus Papier. Dann setzen wir hier diese Schablone. Ups. Hier drauf und dann kann mich das Set mit der Bohrer einfach in den richtigen Winkel bohren. So, jetzt machen wir das Wohnzimmermöbel und den Wohnzimmertisch. Und zwar für die braucht man ein bisschen andere Schablonen. Wir haben hier zwei Stück Holz zusammengeschraubt. Hier sieht man die Schrauben. Einfach zusammengeschraubt. Das gibt unsere Schablone, wenn man an das Möbelstück anlehnen kann, so wie das. Und wie ihr seht, wir haben hier drumherum gemalt, einfach einen Zentimeter drin und jede Ecke einfach mit der Spitzbohrer einfach angespitzt. Und jetzt kann Josef den Bohrer nehmen und einfach jetzt ansetzen. Ich hebe es ein bisschen und so reinschrauben. Und so hat man auf jede Ecke die richtige Winkel. Bevor ich alle Beine reinleim, tue ich euch mal alle Kanten ganz einfach brechen. Passt, weiter. Jetzt habe ich die Möbel vor mir und möchte jetzt die Beine reinmachen. Hier ist ein Bein für einen von den Stühlen. Ich nehme einfach eine Spitze, tue es einfach hier rein und drehe es zwei, dreimal, bis eine kleine Spitze da ist. Ich nehme hier mein Holzleim in den Stuhl rein. Dann haben wir das Loch ja an den Winkel gebohrt. Dann muss man gucken, dass man es schräg rein tut. Nimmt man den Hammer, klopft ein paar Mal drauf. Wischt der Leim vielleicht ein bisschen weg. Und fertig ist die Sache. So, hier haben wir die Möbel jetzt. Ich habe alle Beine drin, wie ihr vorher gesehen habt, wie ich es gemacht habe. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe sie angemalt. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich dachte, das weiß in der Zwischenzeit jeder, wie man irgendwelche Sachen anmalt mit Holz. Ich habe einfach ganz normale Acrylfarbe genommen. Jetzt muss ich nur noch einen Küchenblock machen in der Küche. Hier ist der Block. Das ist jetzt ein Stück Holz, wo wir oben ganz einfach
4 Löcher für den Herd, einfach mit der Vorschnellbohnen ein bisschen angebohrt haben. Und hier für das Waschbecken, da haben wir tiefer reingebohrt. Für das Waschbecken braucht ihr 36 mm Vorschnellbohnen, für den Herd braucht ihr 20 mm Vorschnellbohnen. Und die Kreise musstet ihr vorher den Mittelpunkt ausmessen, die sind ungefähr 2,5 cm auseinander. So, in der nächsten Stufe Film seht ihr dann, wie man diesen Block einfach bohrt. Am Male, das kann jeder für sich selber überlegen. So, jetzt sind meine Möbel alles fertig, alles angestrichen und habe auch noch ein paar Decken gemacht oder eine Decke gemacht und hier unten so Kissen gemacht. Und das Bild hinter deiner an der Wand, dass das Haus einfach ein bisschen wohnlicher aussieht. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut noch hier oben den Film von letztes Mal an, wie man das Puppenhaus gebaut hat, wenn ihr das nicht schon gesehen habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.